Hallo meine Lieben. So, nun werde ich euer Sonnenjahr vorstellen. Die Jungfrau. Sie ist eine totale Perfektionistin. Doch ihr Leben besteht nicht nur aus Pflichten. Die Sonne hilft der Jungfrau im zweiten Halbjahr beim Drosseln ihres Perfektionismus, um gleichzeitig den Druck herauszunehmen. Damit kommt sie entspannter ans Ziel und hat mehr Freude im Leben. In der Liebe erwartet dich von August bis Oktober eine innige Vertrautheit bei deinem Partner. Alle Missverständnisse werden ausgeräumt, sodass die Liebe ruhig und gelassen gelebt werden kann. Im Januar wirst du im Beruflichen vom Mars unterstützt und der verlangt totalen Einsatz. Das bedeutet allerdings den alltäglichen Stress. Skeptisch betrachtest du dein berufliches Umfeld und glaubst an geringe Erfolgschancen. Das ändert sich im Frühjahr und deine Arbeitslust kommt zurück. Das bedeutet, dass du gute Lösungen zur Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden findest. Und das mit großem Erfolg. Der Mars unterstützt dich dabei und dein Auftreten ist kompetent und souverän. Ende Juli bis Ende September steht dir der Geschäftsplanet Merkur tatkräftig zur Seite, sodass dein Verdienst floriert. Im November solltest du mit deinem Geld allerdings haushalten und vorsichtiger deine Finanzen planen. Keine Sorge, diese werden sich ab Mitte Dezember stabilisieren. Da du dich sehr bewusst ernährst, gehst du gesund und entspannt durch dieses Jahr. Dein persönlicher Engel ist Hamaliel. Höre seine Botschaft. Schließe Frieden mit deinem Leben. Nein, das Leben ist nicht immer gut mit dir umgegangen und du hast so manche Rückschläge und Niederlagen einstecken müssen. Verstecke dich nicht hinter deinem Schicksal, denn wenn du nur die Momente des Scheiterns siehst, wird dir das den Mut und dein Selbstvertrauen nehmen. Denke an deine Siege und schließe Frieden mit deinem Mut. Ich lege euch ans Herz, die Botschaft von eurem Engel Hamaliel zu befolgen. Bittet ihn um Hilfe, wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist. Dann geht alles leichter. Denn euer persönlicher Engel hört eure Bitte und hilft. Das nächste Tierkreiszeichen ist die Waage. Auch darauf dürfen wir gespannt sein. Herzlichst, eure Diria.